gearbeitet, ne? Eike seine Jacke. Eine neue Woche, einer neuer Glück. Ich hab noch was. Was hast du? Kick, komm. Oh! Meine Sonne ist so spannend jetzt. Ja, Edel ist voll Teser. Mit Brief oder was? Yes. Ja, lies mal vor. Kannst du sogar du lesen. Alter. Hallo zusammen, ich glaube, ich schaue euch zu viele Videos von euch. Denn ich kann es leider nicht mehr mit ansehen und auch für anhören, dass keiner von euch ein Cuttermesser hat. Oh, herrlich. Ja, und der hat auch den Loch, die Lochzange geschickt damals. Ah, ja cool, danke. Danke. Schließ sie bloß gut weg, Wilfried. Oh, das sind aber die ganz guten. Zeig mal bitte. Das sind wieder die ganz guten. Gib mal bitte eins. Sogar mit Messer, Ersatzmesser. Ui. Bernhard Steuertal. Ja. Danke, Bernhard. Dankeschön, Bernhard. Was soll ich jetzt damit? Blaue Tonne steht doch da. Das kannst du nicht erfinden. Was denn? Bevor das hier wieder 8 Wochen oben liegt, der Müll. Schließ lieber bloß gut weg, Wilfried. Funktioniert schon wieder. Löcher stopfen von Samstag vom Heimspiel steckt immer noch in den Knochen. Nun war es soweit. Nach 9 Pflichtspielen in Folge haben wir leider in der 111. Minute 1-2 verloren das erste Mal. Unglücklich und zugleich auch selber schuld. Ja. Ne? Bisschen cleverer sein, ne? Hätte man nur einen Punkt mitnehmen müssen. Müssen, ja. War einfach schlecht verteidigt von uns, das muss man ehrlich sagen. Meine Nachspielzeite, da kannst du nicht erfinden. Aber siehst du, Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ne? Ja. Ja. Schon immer so. Ist so. Aber wir haben ja nicht schlecht gespielt, du. Glück war nicht auf unserer Seite, würde ich sagen. Ne? Nee, diesmal nicht. Ja, ist manchmal so. So der immerhin noch 21 Spiele, ne? Ja, da kann auch viel passieren. Was sag ich dir? Fehler aufarbeiten. Und das ist das erste Spiel. Hm? Ich sag, das ist das erste Spiel, was wir verloren haben. Nee. Kann dann mal wieder passieren. Natürlich. Kann jeder jeden schlagen, ne? Ja, das ist das da in der Klasse. Hast du gesehen, gestern haben die oben standen unentschieden gespielt? Ja. Für uns gut. Für uns gut, ja. Komischer Spieltag war das. Ja. Komischer Spieltag. Aber so ist es. Hätte ich nicht mehr gerechnet, nette Mutter gewinnt. Nee. Mittwoch Pokalspiel. Ja, das nehmen wir so mit. Ja. Das nehmen wir so mit, sagt er. Ja. Nächsten Sonntag Auswärtsspiel. Das wird nicht einfach, das sage ich euch gleich. Ja, Derby das hoch 3. Das wird nicht einfach. Derby die, hoch 3. Die spielen so eklig wie Burlage. Ja? Ja. Lang raus. Scheißegal wohin. Ja, wird interessant. Das wird wieder ein Kampfspiel. Glaubt mir das. Ja. Und Samstag, 22.09., ne? Kommt das hin? Ist das der 22.? Ja, Sonntag haben wir den 23. Ja. Spielen wir hier zu Hause? Nee, 21. Ist Sonntag der 22. Ja. Ja. Samstag, der 21.09., nächstes Heimspiel hier. Gegen Wiemer Böen. Mhm. Das wird auch ein heißer Tanz, du. Kommen jetzt Knallerspiele, du. Aber erstmal denken wir an Frisier. Das ist so. Frisier, mein alter Verein. Wie lange hast du da gespielt, Wilfried? 3 Jahre. 3 Jahre? In der Jugend. Und erfolglos? Nee, war eine gute Jugend. Ja? Damals war Frisier richtig gut. Ja? Und du hast bei? Jugend Heusdorf, Herren Großhansdorf und Heusdorf wieder. Und das war's? Ich war Stürmer. Was? Hm. Hast du es nicht letztens beim Aufwärmen gesehen? Was? Wie ich die Dinger da... Du? Hast du das nicht gesehen? Nö. Hm. Hab die aber alle mit den Ohren geschlackert. Aus dem Stand. Das kann er noch. Laufen kann ich nicht mehr. Noch eine Apropos. Was? Von Samstag, ne? Ja. Mir fehlt ein Spielball. Ja. Da müssen wir mal gucken, ob wir Sven auf die Leiter schicken. Ich gehe da nicht rauf. Und du auch nicht.
Ich habe ihn noch gar nicht gefunden. Hä, der hängt doch oben im Baum. Ja, konntest du nicht sehen gestern. Nee? Ist er doch runtergefallen? Also, der müsste ja normalerweise von da mir rechts liegen. Ich weiß nicht, in welchem Baum. Der rechte Seite ist er rübergegangen. Ja. Von dem großen Banner da. Ja. Gestern schon eine halbe Stunde geguckt. Nichts gesehen? Nee. Muss Sven das Luchsauge. Oder wir warten so lange, bis die Blätter darunter sind. Meinst du, der hängt echt im Baum? Also unten liegt nichts. Wer war denn das? Strasser oder was? Zack, mitten im Video könnt ihr wieder zwei Überraschungspakete gewinnen. Also schreibt dafür in die Kommentare, welches Projekt ihr gerne auf diesem Platz immer sehen wollt. Was wir mal einen Angriff nehmen wollen oder sollen. Gefällt mir da und abonniert den Kanal. Ne? Und, was machen wir jetzt? Jetzt geht's weiter mit dem Video. Genau. Ja. Aber die zweite hat heute auch über die erste Halbzeit. In der ersten Halbzeit schon. Ja, dann machen wir das. Das war doch einer von uns. Ja. Ich tippe auf Strasser. Fängt ja gut an hier, du. Na, Waldfried? Wir haben den Ball gefunden. Da oben, ganz oben ist er. Nee, wirklich. Ja, da hängt er. Wollen wir wie so ein Bär an so am Baum rütteln? Siehst du den? Nee, sehe ich nicht. Hast du gesehen, ja? Ja, jetzt. Hier, Wilfried, du machst jetzt mal Kamera, Mann. Ja, dann probieren wir mal, ne? Normal müsste höher, ne? Das war ein Fehler. Wenn wir jetzt einen anderen Ball nehmen und hochwerfen. Das können wir probieren, ja. Der sitzt perfekt. Ja, genau eben. Ja, wenn du einen anderen Ball holst, dann können wir mal probieren. Ja, wir machen aber erst den Platz fertig. Machen wir. Das ist stark. Hier. Ja, von hier siehst du. Ganz ehrlich, wo soll der am Ball sein? Geradezu, also direkt, wenn du jetzt bei Wilfried stehst, den Baum nach oben. Gerade nach oben. Ja, genau, Finger hoch. Siehst du den weißen Punkt daneben mit blau, oder? Alles gut. Was? Aber irgendwas saß ein Ball. Gut. Ey, ey Tor, boah, liebe, guck mal. Was gibt's denn? Ey, ein Krater. Ja. Die Augen noch. Die müssen wir dann. Hol dann bitte 3-4 Schaufeln. Ja, ich darf hier laufen. Ich hol ihm Dings, damit wir den Ball rauskriegen. Das machen wir. Also Panzertape habe ich jetzt nicht gerade gefunden. Ich habe jetzt einfach Kreppe an den Armen. Kann ja klappen. Versuchen wir mal. Das wird nichts. Immer noch zu kurz. War ein Versuch. Zu kurz. Wollen wir doch mit dem Ball probieren? So, und jetzt wollen wir versuchen mit dem Ball. Ja, machen wir das mal. Ja. Ja, ich kann nicht werfen. Jetzt soll ich es versuchen? Ja, mach mal runter. Das ist genau da, zwischendurch. Ja, da komme ich nicht durch. Definitiv komme ich da nicht durch. Das ist ja kein Wurf. Nee, ich kann nicht. Ich habe keine Power. Versuch noch mal. Von unten nach oben mit zwei Händen. Ganz nach unten. In die Knie. Und dann hoch. Geht nicht. Dornen. Da sind mehrere Äste davor. Dann wollen wir die Leiter holen. Leiter? Ja.
Wie willst du denn mit der Leiter rein? Hinten anstellen, also hoch, und dann nimmst du die Stangen und also drückst ihn hoch. Hier anstellen? Ja, an dieser Seite so anstellen. Hier anstellen die Leiter, und dann mit der Stange. Ja, oder direkt auf dem Wall da. Du filmst die Pflanze. Oh, direkt auf dem Wall, die Kamera ist aus. Nee, ist nicht aus. Der Display ist nur aus. Das müssen wir mit zwei Mann heben. Also mit dem Ball wird es echt nicht. Das liegt auch nicht nur an meiner Wurftechnik. Nee. Also große Leiter holen. Ja, ich kann da auf hier. Den Ball anstellen und dann kannst du eine Stange hoch. Nein, ich würde das Ding hier anstellen. Und dann das Zeug nehmen und dann kommen wir da ran. Rein theoretisch. Ja, so. Na? Das wird toll. Händler. Ja. Was für ein Aufwand für so einen ollen Ball, wa? So willst du die Leiter hochgehen. Kannst du mal die Leiter so halten? Genau das mache ich. Über. Ja, genau das mache ich. Hammer. Ich müsste reichen. Halt kannst du nicht. Kannst du noch ein bisschen einen hochziehen? Nee, ist vorbei. Da kannst du nicht hochgehen. So. Halt immer nicht hoch. Nee, da kann. Ich guck mir das nicht an. Ich geh yeah, so. So gehst du da nicht hoch. Die ist viel zu steil. Steckt die Stange da oben die durch. Ist die ist viel zu steil. Ich geh den gleich hoch. Da durch. So Auflage haben. Die ist viel zu steil, Leute. Halt einfach unten zwei Mann. Nee, nee, ich halt das. Alter, Leute. Find die top so. Nee. Also ich geh hier weg. Ja, weggehen ist schlecht, du musst hier stehen bleiben und festhalten. So gucke ich mir das an. Dann guck runter auf den Boden. Mhm. Ob du hältst. Die ist zu steil, Sven. Das ja, die ist zu steil. Ja, was soll ich dann machen? Soll ich hier zaubern? Schräger stellen. Ja, wie denn? Dann ist das ja am Zaun, dann knackt der weg und dann bin ich komplett weg. Ja. Ja. Siehst du? Von hier aus, von ganz oben, wenn ich ganz oben stehe, ist es immer noch. Ganz oben stehst. Nein. So stehen, dass ich mit dem Oberkörper über die Stange bin. Ja, genau. Ja? Mhm. Dann sind es immer noch roundabout 3 Meter. Ja, ja. Mach. Ja, noch weiter gehen. Ja, aber ihr seid nicht ganz dicht. So, besser? Ja, aber. Komm. Steckst du die Stange so, da durchstecken, oder? Ja. Hoch, schräg hochgehen. Halt den Bums hier fest? Ja, jetzt schon mal. Na, natürlich. Ich komme doch gar nicht daran jetzt. Nur. Aber hauptsache die Kamera mitnehmen. Ja, klar. Ja, weil man sich festhalten kann. Junge. Du kannst nicht tief fallen. Bitte? Nächste Stange ist da ja in Verbindung. Ja, danke. Junge, das sieht aus, ob der Zaun gleich weghaut. Ja. Wird auch so, mal wird auch so passieren, ja. Leute. Was ist denn wichtiger? Ein Ball oder ein Menschenleben? Sonst stellen wir den ja schräg am Baum ran. Ja, das ist, glaube ich, sicher. Sicher? Ja. Und dann? Von hier anfangen und dann schräg rein, kann er hochklettern. Am Baum. Ja! Ja, gut. Dann machen wir so. Ist das dumm? Ja, ist es auch. Da willst du jetzt wieder Leiter ran? Ja. Leiter wird hier hingestellt. Hier. Ja, da. Auf dahin, Anfang, da. Die rutscht auch nicht da weg. Nein, rutscht nicht weg. Nee, natürlich nee. Nicht. Ich geh hoch, komm. Nee, du gehst da nicht hoch. Wenn dann ich. Wenn ich runterfalle, breche ich so, mir nicht so viel. Dahin. Ich hab ein bisschen Polster. Was hast du gesagt? Ich hab ein bisschen Polster. Sven, pack dein Blick mal an. Nee, das ist echt nicht normal hier. Und höher, höher. Einfach höher drücken. Ah! Mann! Ja, du bist ein Heulsuse. Nee, das tat vielleicht weh. Oh, voll die Leiter ins Knöchel gehauen. Dann wird es sicherer sein. Ja, ey, da kann er nirgends sehen. Der Baum, der wackelt nicht. Und hier hat mir die Füße vor. FSK also, 18 Video. War schön? Ja, mach da ein FSK. Ja, was willst du da oben? Ich will zum letzten Mal die Hand geben. Tschüss. Ja, ich würde es nicht. Also, mir ist das scheißegal, aber. Du willst du nicht? Nee. Puh. Wenn er fällt, fliegt halt oder nicht. Nö. So. Vielen Dank. So, gut. Kann jeder hier, ne? Ja, das rutscht eh weg. Sven. Das rutscht. Hauptsache, jetzt haben wir was. Ja, ich muss da Beweisfoto haben. Für die Übersicherung. Alter Falter.
Ja, alter Falter. Sorry, ich hätte die Kamera auch nicht mitgenommen. Lass die Kamera hier unten. Sven, lass Junge, die Kamera unten. Das hängt da bloß an den dünnen Ast. Der geht nicht weg. Ja, der geht nicht weg. Der geht wirklich nicht weg. Ich traue das gestimmt nicht, ne? Ist euch bewusst. Ich sage euch hier. Was denn, Sven? Ich vertraue diesen Ast da nicht. Nee? Aber warte mal, von hier aus könnte es eigentlich schon klappen. Nee, Meter zu kurz. Wenn man 3-4 fliegen würde. Ja. Hier, halt mal. Da hoch, genau da hoch. Noch einen Meter höher. Ja, noch einen Meter höher, dann bin ich am Baum dran, Alter. Dann hänge ich am Baum dran. Ja, sonst noch, ja. Ja, aber sobald es hier abrutscht, bin ich weg. Richtig. Einen Meter höher. Das kann nicht, lass das, Sven. Wo ist der denn? Ich sehe ihn von hier nicht. Hä? Ach, da oben. Nee. Wilfried, das definitiv nicht. Selbst wenn ich da oben bin, komme ich da nicht ran. Dann hör auf, da rumzuwackeln. Hey, ruhig. Nee, der sitzt so fest in diesen Verankerungen da. Das geht gar nicht. Ich hole eine Kettensäge. Das ist die einzige Möglichkeit. Also, Kettensäge holen. So, komm runter da jetzt. Das ist so schlecht, ey. Also, heute Abend beim Training, Bälle hier und hoch. Ja, im Endeffekt sitzen da drei noch weiter. Ja, das macht nichts. Ja, Ja. War super. Ist so, wie es ist. Gescheitert. Ja. Der sitzt direkt oben in der Baumkrone, komplett drin. Direkt verankert. Wenn ich jetzt einen Tau hätte, nehme ich einen Haken, ne? Ja. Dann hätte man die an festmachen können und dann rütteln. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Da am Ast festmachen und dann einfach dann ziehen immer. Dann fällt er raus. Haben wir da keinen Haken haben wir wohl. Ja. Dann machen wir nur ein dünnes Band oder irgendwie was. Ja, eigentlich müssen wir durch starkes Rütteln würde er runtergehen. Der braucht ihr mich noch, ich muss los. Tschüss. Also brauchst du mich nicht. Wir wollten eigentlich noch was zeigen. Ja, schaffe ich aber nicht mehr. Machen wir morgen. Cool. Ja, was soll ich denn machen? Sven. Tschüss. Machen wir länger das Boot einmal durch. Verlängern wir das noch. Und die richtigen Schrauben halten, weißt du? Ja, oder wir warten einfach, bis der nächste Sturm kommt. Oder das. Jetzt bringen die Leute noch hinweg. Ja, das machen wir. Passt? Gut. So Leute, der Platz ist gestopft, der Platz ist gesperrt. Hier findet dieses Mal kein Heimspiel statt. Wir sind diesmal auswärts unterwegs. Da kann der Platz sich mal etwas entspannen. So, ja, Projekt Ball. Ich hoffe, die nächsten Tage kommt irgendein Sturm und holt das Ding da runter. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt und der Ball bis dato noch nicht unten ist, schreibt gerne in die Kommentare. Ich verabscheue mich und ja, lasst ein Like da, lasst ein nettes Kommentar da und bis dann. Tschüss.